Jo, was geht, Leute? Ich bin zurück. Heute wieder im Seven Science Casino. 2-7 haben wir auf der Balance. Letztes Mal, für die, die mich verfolgt haben, ich hatte ja Blackjack gezockt. Die letzte Runde ging leider gar nicht mehr auf Video, weil ich 2 Minuten warten musste wegen dem Croupier. Genau, aber ich hatte die auch nochmal geholt. Weil ich konnte dann doch nicht stoppen und habe noch weiter gezockt. Ja, ich glaube, bei 1,5 oder so hatte man gesehen auf dem letzten Video. Genau, ich würde heute mal wieder reingehen. Hier, ich fange mal locker an. 100er, 25, 25 Sidebet. Ja, mal gucken. Ja, direkt Bube. 2, 12 gegen 8 ist scheiße. Na, überkauft, zack, geholt, fertig. Nächste Runde. Es war aber eigentlich dumm, dass ich keine Karte genommen habe. Aber im Endeffekt jetzt doch Glück gehabt. So. Mal gucken, was geht. Rein oder nicht? 4. Ja, okay, noch eine 10 erzogen, geht klar. Ziehen wir natürlich eine. 10 gegen 10. Bestimmt. Ach du Scheiße, 13. Ja, gegen 10 ziehen wir eine. 16. Ja, das ist eher Müll. Überkauft. Aber gut, was soll ich machen gegen 10? Ne, das ist gar nichts. Ah, jetzt kommen wir mal Kopierwechsel. Komm, gib mal Karten. Hau rein. Ja, falls ihr auch mal zocken wollt, könnt ihr bei gamblejoey.com vorbeischauen. Ich bewerte da Casinos. Ich zocke ja jetzt auch ein bisschen mal Blackjack und so. Nur wieder ein bisschen was anderes. Wenn ihr auch mal das spielen wollt, könnt ihr da reingucken, aber vergesst nicht, spielt nur mit dem Geld, was ihr überhaupt. So, Ass. Mein Gott. 12 gegen 6. Ich ziehe eine. Perfekt, überkauft. Das macht Laune. 13, 16, 23 überkauft. Schade. Ja, vielleicht muss ich auch mal die Sidebets gewinnen. €350 Einsatz, Abfahrt. Jetzt mal eine Hand holen. Ach komm, ich hatte so Bock. Ja, natürlich. Versicherung auf keinen Fall, mache ich nie, will ich nicht machen. Ja. Das sieht ja schlecht aus. Ja, wir passen. Gucken, was kommt. Das ist wirklich die Arschlochkarte hier. 13 und 15. Ja! Gegen den Ass. Das ist doch gut. Ja, komm, wir spielen noch mal eine Runde so. Relativ hoch. Vielleicht treffen wir mal ein Sidebet. Ich habe die Sidebets jetzt relativ hoch angespielt. Nochmal 350 Einsatz. Und dann mal gucken. Ass, ja, perfekt. Und jetzt einfach mal Blackjack. Neunzehn gegen 7. Gucken, was passiert hier. Ja, die 4. Und zack. Jawohl, wir sind wieder hoch auf 2750. Eine Runde machen wir noch, komm.
Ich sage auch jedes Mal, jetzt ist die letzte Runde, ihr kennt's. Jedes Mal dasselbe. Ach, jetzt komm. 350 € Einsatz. Eine Sidebet wäre auch mal geil zu treffen. Acht gegen sieben. Ja. Das hatte ich mir gedacht. 18. Kriegt er die Dealerin, die nette Dame, vielleicht eine 10 am Pass hat. Komm schon. Die Hand wäre gut. Ja, jetzt sind hier auch viele Spieler. Die ziehen sich hier ein Bild zusammen. Gucken. Und zack, gewonnen. Da ist das Ding. Jawohl. Ah, jetzt sind wir bei 2,9, ne? Ja, ich guck mal, dass ich. Wenn ich die gewinne, bin ich ja über. Oh. Jetzt habe ich einmal keine Sidebets gespielt, weil ich zu langsam war. Und jetzt kommt das Sidebet, ich sag's euch. Okay, das wäre eh nichts gewesen. 12 gegen 4. Ja. Gemann 9. 18 gegen 4. Das sollten wir wohl hinkriegen, oder? Ja. Die Runde könnten wir gebrauchen. Wir sind ja mit, ich glaube, 2,7 schon gestartet. 13, überkauft. Zack. Easy. So, Leute, wir haben 3.100 € drauf. Ich werde es erstmal behalten. Mal gucken, was ich mache, ob ich damit jetzt wieder weiter zocke oder nicht. Wahrscheinlich eh. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.